Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Abenteuer auf dem Reiterhof 3. Da steht Thomas, sollen wir uns mit ihm mal unterhalten? Und, bist du zufrieden? Ja, du und Helena seid da und alles läuft bestens. Noch ein Grund mehr, sich nicht auf den Lorbeeren von Gräfin von Kurbach auszuruhen. Los, aufsitzen. Mach ich. Was ich jetzt noch machen wollte, ist, wir haben ja noch übrig, dass wir ja noch die Kräuter sammeln gehen müssen, die wir beim Tierarzt bekommen. Beziehungsweise wir bekommen von ihm den Tipp. Guten Tag, schön mit Ihnen zu arbeiten. Die Region kann wirklich ein paar junge, dynamische Leute wie Sie gebrauchen. Danke. Ich hoffe wirklich, dass ich etwas aus diesem Gestüt machen kann. Aber ohne Ihre Hilfe schaffe ich es nicht. Kein Problem. Sie kümmern sich wirklich gut um Ihre Pferde. Aber Sie könnten Ihre Ernährung verbessern. Am Ufer des Flusses wachsen ausgezeichnete Futterpflanzen. Werfen Sie einen Blick auf die Karte in meinem Büro. Dort erfahren Sie mehr. Im Gestüt gibt's übrigens auch welche. Wow, klasse. Das wird mir sicherlich helfen. Mit ihm hatte ich ja schon geredet. Also wir gehen dann Futterpflanzen sammeln. Ich muss aber gerade noch mal im Gestüt, glaube ich, selber gucken gehen. Das ist nur die Sattlerei. Da kann man nur das Outfit des Pferdes anpassen. Ich weiß nicht, ob es im Stall selber auch welche gegeben hat. Da werden wir jetzt mal rasch nachgucken gehen. Ich meine, das müssten 5 Stück gewesen sein. Hier gibt es keine. Ich habe auch schon angefangen, Belle ein Stück weit zu trainieren, dass sie das schaffen kann mit den Turnieren. Ich sollte erst noch im Gestüt nachschauen. Also hier. Da ist noch einer. Da ist noch einer und ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube. War hier nicht noch irgendwo einer? Also da nicht. War hier drin nicht noch einer? Nicht, okay. Ich habe ja den Vorteil, bei den letzten Pferden brauche ich ja das nicht mehr zu machen. Waren es echt nur 4? Da bin ich aber jetzt echt gespannt. Wir werden jetzt dann mal zum Ufer reiten, denn... Aber ich werde diesmal Shadow mitnehmen. Wir müssen jetzt zum Fluss. Ich meine, wenn ich noch einen Steingräber geritten wäre, dann hätte ich, glaube ich, vollkommen versemmelt.
Nee. Ich bin falsch abgebogen. Auch schön. Aber gut zu wissen, dass der Weg zur Reithalle gar nicht mal so weit weg ist. Nee, doch beim Steingräber wäre ich, glaube ich, auch zum Fluss gekommen. Ach Mann. Da geht's wieder zu den Schafen. So. Ich werde jetzt nebenbei noch versuchen zu schauen. So. Gemeiner Hornklee. Klar, eine Kleeart. Das muss den Pferden schmecken. Was für ein Zeug? Esparsette. Noch nie gehört. Hat offensichtlich rote Blüten. Ich muss welche für meine Pferde finden. Hm? Luzerne. Ah ja, verstehe. Mit violetten Blüten. Schauen wir mal, wo ich sie finden kann. Löwenzahn. Super einfach. Die Blüten sind gelb und ich finde ihn im Wald. Ja, oder hier. Super. Damit füttere ich die Pferde, sobald ich zurück im Stall bin. Dürfte die Luzerne sein. So. Das haben wir gleich. Jetzt bin ich dagegen. Muss ich jetzt mal gucken?
Da ist noch was. Endlich mal was anderes auf dem Teller. Das ist die. Okay. Wir suchen jetzt immer noch ein paar Blümchen. Das da vorne dürfte noch was sein. Das wird den Pferden sicherlich Kraft geben. Das ist die. Jetzt fehlt nur noch der Löwenzahn. Ich darf jetzt doch nochmal extra in den Wald laufen. Okay. Ah, wo war der Wald denn jetzt nochmal? Oh Gott, hu. War das nicht hier lang, der Wald? Nee, das ist die Halle. Das, da muss es doch. Auf
Moment, ich muss da mal gerade ein bisschen. Okay. Was ist denn hier? Aber das scheinen alle Blumen zu sein. Hier geht's doch wieder zurück, oder? Ich muss mal gerade ein bisschen rumeiern. Wir gucken mal. Aha. Okay. Das sieht doch noch Wald aus, oder? Ist das der Wald? Gruselig. Löwenzahn. Nicht. Hä? Ich bin gerade irgendwie zu doof, den Löwenzahn zu finden.
Einen Moment. Okay. Also laut den Aussagen auf einer Website, die ich benutze, um die schwierigeren Sachen zu machen, ist er gar nicht hier im Wald, sondern in der Nähe vom Gestüt. Irgendwo auf dem Weg zum Gestüt. Dann wollen wir mal schauen. Ich würde gerne aus dem Wald wieder raus. Das fände ich sehr nett. So. Danke. Da war es doch. Die Pferde werden es mögen. Außerdem ist es gut für ihre Kondition. Ich frage mich, was Thomas dazu sagen wird. Das frage ich mich auch. So, da haben wir jetzt auch den Löwenzahn. Und dann sollten wir eigentlich auch wieder zum Gestüt zurück. So, dann muss ich dann auch schon sagen, dass das dann hier mit der letzten, also mit der letzten wirklichen Folge von Abenteuer auf dem Reiterhof, dass es das war. Aber es kommen ja noch die extra Folgen, wo ich mit allen Pferden nochmal alle Turniere durchspiele, durchszenariere, bla. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal zurück auf den Hof begeben und werde dann diesen Part beenden und dann werde ich nur noch die Turniere aufnehmen. So. Das war's dann mit der Folge auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!